Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Miss Blush & Beauty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Ich bin Jasmin und heute soll es wieder weiter mit meiner Rosacea-Serie gehen, und zwar mit der Folge 3. Und heute geht es um die Trigger bei Rosacea bzw. die häufigsten Fehler, die man eben macht, wo ich mir aber ein paar Tipps und Tricks überlegt habe, die nicht nur mir helfen, sondern vielleicht auch euch. Und dann würde ich auch sagen, starten wir gleich mit dem Video. Viele kennen es ja, wenn man Rosacea hat, gibt es irgendwie fast nichts, was einem nicht die Gesichtsröte in den Kopf schießen lässt. Ja, es gibt unglaublich viele Dinge, die man beachten muss, unglaublich viele Sachen, die man plötzlich nicht mehr tun darf, wenn man eben die Diagnose Rosacea bekommen hat, und fühlt sich irgendwie auch schnell überwältigt und hat auch irgendwie das Gefühl, man ist in seinem Leben total irgendwie eingeschränkt. Und dieses Gefühl hatte ich leider auch, zumindest am Anfang, dass ich echt ein bisschen traurig war, was ich alles nicht mehr darf, beziehungsweise was alles Trigger sein können bei Rosacea, und habe mir in den letzten 2-3 Jahren, seitdem ich eben die Diagnose bekommen habe, ein bisschen überlegt, wie ich damit umgehen kann. Und heute stelle ich euch die 7 häufigsten Trigger vor, die es eben bei Rosacea gibt. Und gleich der allererste ist eben Sport. Sport ist, vor allem wenn es schweißtreibende Workouts sind, bei Rosacea-Patienten eigentlich nicht wirklich empfehlenswert. Jeder, der eben schon mal so ein richtig einstündiges HIIT-Workout hinter sich hat oder Spinning, ja, der weiß, wovon ich rede. Danach sieht man erstmal aus, stundenlang wie eine Ampel, ja. Keine Dusche hilft da irgendwie, dass das irgendwie sich allmählich wieder abklingt, ja. Meistens muss man da erstmal wirklich eine Nacht drüber schlafen, damit man am nächsten Morgen wieder einigermaßen beruhigte Haut hat. Und das war auch bei mir einer der Faktoren, oder ist immer noch einer der Faktoren, wenn ich einfach zu rigoros Sport mache, wenn ich mich besonders anstrenge und dann am besten noch im Sommer, dann schießt mir eigentlich nur noch die Röte ins Gesicht. Und deswegen habe ich so gelernt, mir ein paar, sag mal, Mechanismen zuzulegen, wie ich das irgendwie vermeiden kann. Und eine der allerersten Sachen ist eigentlich auch eine der simpelsten, dass man einfach schweißtreibende Workouts, dass man die sich halt einfach eher so ein bisschen verkneift. Das ist zwar sehr schade, vor allem ich bin auch jemand, der sehr gerne läuft und sehr viel läuft und auch bei einigen Läufen mitgemacht hat und auch eigentlich mal geplant hat, den Halbmarathon zu laufen, ja. Aber das habe ich mir jetzt eigentlich so ein bisschen von der Fahne geschrieben. Und stattdessen mache ich jetzt besonders viel Yoga und Pilates. Das kann natürlich auch anstrengend sein und auch trotzdem irgendwie auch fordernd. Es muss jetzt nicht gleich hier dieses Sauna-Yoga da sein, ja, Bikram-Yoga. Das ist natürlich dann auch wieder überhaupt nichts, wenn du bei 40 Grad da irgendwo in der Sauna rumturnst. So Hatha-Yoga oder so gleich ein bisschen auch Richtung Power-Yoga, das reicht schon aus. Alle solche Sportarten, wo man einfach auch mal einen Gang vielleicht ein bisschen runterschalten kann. Man muss nicht immer überall einen Rekord haben und man muss nicht immer überall dabei sein und am besten noch in der ersten Front. Und dass man sich das einfach so ein bisschen zu Herzen nimmt und einfach auch, ja, ich sag's wieder, und zwar achtsam. Dass man einfach mit seinem Körper ein bisschen achtsamer umgeht und weiß, okay, diese Sportart oder so ist vielleicht jetzt nicht das Richtige für mich. Bei mir ist es so, weil ich eben Laufen so gerne mag und mir auch irgendwie sehr hilft, auch meinen Kopf frei zu kriegen, habe ich versucht oder habe ich gelernt, sozusagen damit irgendwie umzugehen. Das heißt also, jetzt nicht mehr eben hier immer jeden zweiten Tag 10 Kilometer zu laufen, sondern halt dann eben nur so weit, wie mein Körper kann, wie ich merke eben, dass es nicht zu anstrengend für mich wird. Klar, ein bisschen Schweiß oder ein bisschen Schwitzen ist immer drinnen, beziehungsweise ja auch gut, wenn man einfach mal ein bisschen so den Blutdruck hochpusht, aber nicht zu sehr, nicht zu viel. Wenn ich merke, dass ich mich einfach jetzt überanstrenge, dann höre ich auf, dann gehe ich vielleicht sogar die letzten Meter. Also dass man da einfach so ein bisschen auf seinen Körper hört und jetzt dann halt nur noch 3 Kilometer läuft maximal, wenn man vorher eben 10 Kilometer gelaufen ist oder 5 Kilometer. Aber auch langsamer, also nicht mehr eben versucht da in 5 Minuten durchzupreschen pro Kilometer. Stattdessen eher darauf schaut, dass man eben ein bisschen langsamer macht und einfach schön den Körper so ein bisschen langsam in Gang bringt.
Ein weiterer großer Faktor, den auch viele Rosazea-Patienten vielleicht auch haben bzw. vermeiden sollten, ist nun mal Stress. Ne? Heutzutage hat irgendwie jeder Stress, also sei es eben auf Arbeit, sei es auch in der Freizeit. Deswegen ist es ein bisschen so ein abstrakter Punkt und man weiß auch nicht so genau, wie man das abstellen kann. Also es fällt schwer, also es fällt auch mir schwer auf alle Fälle. Aber was kann ich machen? Na, wenn ich merke zum Beispiel auf Arbeit, dass ich jetzt gerade in eine Stresssituation komme, dann versuche ich einfach meinen Gang runterzuschalten. Ja, also ich weiß, es hört sich wirklich leichter an als gesagt, aber auch mal einfach mal kurz innezuhalten, auch mal kurz durchzuatmen oder nicht nur kurz, sondern auch mal wirklich eine Minute lang einfach mal nur durchzuatmen und auch mal wirklich tief einzuatmen, wieder auszuatmen. Und wenn man dann immer noch das Gefühl hat, auch nach der Arbeit oder nach eben so einem stressigen Tag, dass man irgendwie nicht so richtig runterkommt, dass man immer irgendwie noch so on fire ist, ja, dann hilft mir zum Beispiel auch immer ganz gut eben so eine Yoga-Einheit auch. Also eine leichtere, eher so vielleicht so ein Flow-Yoga oder so. Also etwas, was eher so mehr Entspannung oder entspannend ist. Und was auch einige Rosazea-Patienten auch machen, was ich schon gehört habe, ist, dass sie zum Beispiel auch meditieren. Ja. Und das muss ja nicht so lang sein. Man kann es morgens oder abends machen, so für 5 Minuten. Da gibt es ja schon einige Apps, wo man es auch kostenlos eben machen kann, die das anbieten, entweder eben für iOS oder Android. Da habe ich auch schon einige gesehen, die auch gut bewertet waren. Ja, dass man da irgendwie vielleicht versucht dann, wenn man merkt, okay, es geht irgendwie gar nichts, also man kommt irgendwie gar nicht runter heute, dass man da einfach dann mal für ein paar Minuten sich einfach mal so ein bisschen zurückzieht und versucht da einfach den Kopf freizukriegen. Auch auf YouTube habe ich schon einige gesehen, wo man da einfach ne, ganz kostenlos sich die anschauen kann und mitmachen kann. Und das sind so meine Strategien, wie man halt Stress bewältigen könnte und die auch bei mir ganz gut funktionieren. Und dann natürlich ein weiterer großer Trigger ist auch Alkohol. Also jeder, der Rosazea hat, weiß, wovon ich spreche. Ich habe es schon im letzten Video erzählt, eben von meiner Rosazea-Serie in der ersten Folge, wie man Rosazea erkennt, dass wenn ich jetzt ein oder ja, sagen wir mal 2 Glas Sekt, aber dann merke ich schon richtig, wie die Wärme ins Gesicht steigt, wie das Blut sozusagen in den Kopf strömt und ich schon wieder anfange zu glühen. Also das geht bei mir rasend schnell, auch bei Rotwein und generell auch bei Weißwein, aber da nicht ganz so schlimm. Also ich merke schon richtig so eine Kategorisierung, also Weißwein noch am wenigsten schlimm, dann Rosé mittel und Rotwein dann richtig, ja. Also Sekt und Rotwein sind bei mir die absolut größten Trigger. Bier ist mir witzigerweise aufgefallen, eher weniger. Vor allem natürlich, wenn es die alkoholfreie Variante ist, ja. Aber auch so generell habe ich so für mich persönlich gemerkt, okay, gewisse Alkoholsorten gehen etwas besser oder etwas schlechter als andere. Und dementsprechend würde ich das auch bei einem selber dann machen, also wenn man selber davon betroffen ist, einfach mal zu schauen, wenn man nun mal ein Gläschen Sekt trinkt oder ein Gläschen Wein oder ja auch mal ein Bier, was man da vielleicht besser verträgt. Ich will jetzt natürlich damit nicht sagen, dass man jetzt hier eine große Alkoholwein-Bierprobe machen soll, ja, also und sich erstmal eine hinter die Binde kippen, weil zu viel Alkohol generell ist nicht nur eben für den Körper oder für die Leber schädlich, sondern auch eben für die Haut, ja. Aber wenn man eben mal so einen Moment hat oder eben gerade mit Freunden sich eben trifft und es eben dazu kommt, dass man eben mal ein Gläschen Wein zum Beispiel trinkt und da einfach mal ja, schauen und beobachten, wie dann eben die Rosazea reagiert. Ansonsten, wie schon gesagt, mache ich es auch oft so, dass ich eben schon auf die alkoholfreien Varianten zurückgreife, dass ich eigentlich generell gar nicht mehr so viel Alkohol trinke, weil mir auch alkoholfreies Bier gut schmeckt, auch alkoholfreier Sekt wundersamerweise. Den habe ich auch zum ersten Mal bei einer Babyparty getrunken und den fand ich wirklich genauso gut wie den normalen. Das war sogar so ein Rosé-Sekt, glaube ich. Und dass ich mich halt da immer mehr so versuche reinzufinden in die Welt der alkoholfreien Sorten. Wein gibt es ja auch schon alkoholfrei. Da probiere ich mich auch gerade ein bisschen rum. Vielleicht erzähle ich euch dann auch mal darüber, was ich da oder ob ich das gut finde überhaupt, ob das überhaupt schmeckt, beziehungsweise welche dann ganz gut schmecken. Das könnte ich mir für ein zukünftiges Video mal merken. Ein weiterer Trigger ist
einer, den man eigentlich sehr schlecht irgendwie kontrollieren bzw. beeinflussen kann, und das ist die Sonneneinstrahlung. Ne? Die UV-Strahlung ist nun mal ganzjährig da, besonders eben die UVA-Strahlung. UVB ist am höchsten im Sommer oder eben zur Mittagszeit, und daher ist es einfach so essentiell, weil nun mal UV-Strahlung sehr aggressiv ist, sich als Rosacea-Patient immer ausreichend morgens mit einer Sonnenschutzcreme einzucremen. Das liegt einfach auch daran, wie schon gesagt, die UV-Strahlung ist sehr aggressiv und kann dadurch eben auch Entzündungsprozesse in der Haut auslösen. Und bei Rosacea-Patienten ist die Haut ja eh schon sehr irritiert und sensibel. Und wenn dann auch noch diese Entzündungsprozesse dazukommen, dann habe ich immer das Gefühl, ich merke das selber, wenn ich in die Sonne gehe ohne Schutz, dann schnappt die sozusagen über. Ja? Sie reagiert einfach über. Da läuft irgendwas ab in der Haut, was, glaube ich, einfach sofort sagt, irgendwie alles ist in Alarmbereitschaft, und die Haut rötet sich, sie fängt an zu glühen, sie wird warm und die Rötungen werden einfach stärker. Ne? Und das ist ja so diese Flush, diese Schübe, die man dann eben als Rosacea-Patient kennt, die dann plötzlich auftauchen. Gut, ich meine, es gibt dauerhafte Rötungen, die gehen einfach nicht weg, die sind einfach da. Aber diese Flush sind ja sozusagen dann nochmal diese Überreaktion dessen, was man ja eh schon in der Haut hat. Und deshalb trage auch ich, weil ich eben meine Haut davor schützen möchte, jeden Morgen eine Sonnenschutzcreme auf, beziehungsweise eine Tagescreme mit mindestens LSF 30, wenn nicht sogar 50. Und achte einfach auch wirklich darauf, dass ich sie großzügig auftrage, dass ich auch keine Stellen eben vergesse. Und wenn ich zum Beispiel länger in der Sonne draußen bin, weil ich gerade, keine Ahnung, auch mal eine Radfahrt mache im Frühling oder auch mal im Sommer am See bin mit meinen Freunden, als es noch ging vor Corona, da achte ich wirklich darauf, dass ich mein Gesicht dann auch mehrmals eincreme. Ne? Hautärzte raten ja, dass man eigentlich sich alle 2 Stunden erneut eincremen soll. Ich finde das ein bisschen schwierig, vor allem wenn man eben Make-up drüber trägt. Da gibt es aber ein paar Möglichkeiten, wie man sozusagen den Sonnenschutz dann trotzdem erneuern kann. Die werde ich euch auch mal in einem meiner nächsten Videos vorstellen. Aber bis dahin, also wenn man zum Beispiel am Wochenende eben nur eine Sonnenschutzcreme trägt, ist es ja kein Problem, dass man die dann halt dann nochmal erneuert. Vor allem, wenn man schwitzt, ist es natürlich ratsam, weil man will ja einfach auch, dass die Haut geschützt ist und auch irgendwie gepflegt. Wärmegefühle oder eben ein Glühen in der Haut kann auch durch 2 andere Sachen bedingt werden, nämlich durch gewürzte Speisen. Das kennen wahrscheinlich viele auch, vor allem wenn sie stark gewürzt sind, mit Curry oder Pfeffer oder Peperoni oder Tabasco. Ganz schlimm ist zum Beispiel bei mir Chili. Also ich liebe Chili con Carne oder auch Sin Carne, beide Varianten. Und ja, muss jetzt immer meinem Freund sagen, dass er nicht so viel Chili reintun soll, beziehungsweise vielleicht sogar 2 Portionen machen soll. Also eine für ihn richtig scharf und eine für mich gar nicht, wenig scharf. Weil ich einfach auch da sofort merke, ne, in Kombination mit heiß, also wenn es noch warme, heiße Speisen sind, dass wieder sofort die Röte ins Gesicht steigt. Es wird ja auch einfach die Durchblutung dadurch gefördert. Und dadurch entsteht ja eben sozusagen dieser Blutdruck, dieser erhöhte. Und eben das Blut, das dann auch ins Gesicht oder in den Kopf fließt. Und daher sollte man wirklich auch, wenn man Rosacea hat, versuchen, eben gewürzte und heiße Speisen, so weit es geht, ich weiß, es ist schwer, aber so weit es geht zu vermeiden oder halt einfach nur wenig davon zu essen, in Speisen zu benutzen. Und auch beim Essen, wenn es eben sehr heiß ist, es gilt ja auch genauso für, das ist eben der andere Punkt, eben heiße Getränke, dass man da wirklich versucht, da erstmal abzuwarten, bis es einigermaßen trinkbar ist, könnte man schon sagen. Ich weiß, im Winter gibt es nichts Besseres als zum Beispiel eine heiße Schokolade, aber es ist halt leider kontraproduktiv. Dementsprechend wäre es besser, wenn man abwartet, bis es ungefähr lauwarm ist. Und dann erst beginnt zu trinken. Ich meine, im Sommer ist es ja kein Problem, ne? Weil da trinkt man gern kalte Getränke und auch mal kalten Kaffee. Da sollte das kein Problem darstellen, aber ich weiß, wie es ist in der Übergangszeit, in der Winterzeit, da möchte man ja auch mal was Heißes trinken, vor allem wenn einem kalt ist. Aber
besser ist es dann, also mein Tipp oder wie auch ich es mache, dass ich warte, bis sie ein bisschen abgekühlt sind. Und als letztes ist nun mal auch eine reizende Hautpflege ein Trigger, der wirklich besonders wichtig ist, weil mir aufgefallen ist, dass es immer wieder Leute gibt, die sich wirklich an all diese ganzen anderen Trigger halten. Aber dann, wenn ich sie eben frage, hast du denn so für eine Tagescreme oder was benutzt denn du für einen Sonnenschutz? Und dann so über ihre Produkte erfahre und mir denke, okay, wow, hast du dir mal die Inhaltsstoffe angeschaut? Also ne, das ist dann immer noch so ein Knackpunkt, den viele vergessen, der aber auch unglaublich wichtig ist. Also nicht nur eben die äußerlichen Faktoren und oder Umweltfaktoren, sondern auch das, was man wirklich selber explizit für sich machen kann. Und das ist halt nun mal unter anderem die Hautpflege und ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es auch ein Punkt, den ich immer wieder auf meinem Kanal erwähne und ich weiß, ihr könnt es sicher nicht mehr hören. Aber eine reizarme Hautpflege ist einfach das A und O für jemanden, der Rosazea hat. Das heißt also, ich weiß, ich wiederhole mich wieder, dass man eben Produkte oder Hautpflegeprodukte mit Parfüm, Alkohol, ätherischen Ölen, Duftstoffen aller Art am besten wirklich ganz aus seiner Hautpflege oder aus seinen Produkten oder alle Produkte, die eben diese Inhaltsstoffe enthalten, einfach rausschmeißen sollte. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt nämlich auch wirklich gute und auch günstige Hautpflegeprodukte, die eben all diese Inhaltsstoffe nicht haben. Das heißt, man muss nicht viel Geld ausgeben, damit man trotzdem einfach eine schöne, gepflegte, bessere Haut hat. Die Hautpflege kann einfach wirklich so minimalistisch wie möglich sein. Sie sollte wirklich nur die allerwichtigsten Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel eine Sonnenschutzcreme, ganz klar, Lichtschutzfilter, auch bei der Gesichtscreme am Abend, dass man da auch schaut, dass sie eben pflegend genug ist für den eigenen Hauttyp. Aber dass man wirklich schaut, dass man Produkte benutzt oder nimmt, die wirklich so wenig wie möglich Inhaltsstoffe haben. Und ich habe euch auch schon dazu ein Video abgedreht. Zu meiner minimalistischen Hautpflegeroutine mit nur 3 Produkten, also einem Reiniger, einer Gesichtscreme oder abends eben Abendcreme, Nachtcreme und eben dem Sonnenschutz morgens. Also mit nur 3 Produkten ist man eigentlich gut versorgt als Rosazea-Patient, der erstmal anfängt eben, sich so eine Hautpflege zusammenzustellen, neben natürlich, je nachdem, was halt der Hautarzt vielleicht noch verschreibt. Und dass wirklich die Inhaltsstoffliste hinten drauf wirklich so übersichtlich wie möglich ist und reizende Inhaltsstoffe, wie die eben genannten, einfach gar nicht vorhanden sind. So, das war es dann auch mit den 7 häufigsten Triggern bei Rosazea, die man besser vermeiden sollte, beziehungsweise eben ein paar Tipps und Tricks, wie man eben lernt, damit umzugehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Kommentiert doch auch gerne unten drunter, ob es auch bei euch die häufigsten Trigger sind oder ob es vielleicht sogar noch andere Trigger gibt, die ich nicht angesprochen habe, die aber euch betreffen. Das würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten würde ich noch sagen, abonniert doch gerne meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich setze nämlich meine Rosazea-Serie fort. Das heißt, die nächste Folge wird dann schon die 4. Folge zu dem Thema sein. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!